Und wir kommen zum Interview mit dem Spieler des Tages heute und freuen uns, dass er endlich wieder da ist. Lange Leidenszeit gehabt. Schön, dass du wieder da bist. Unsere 23, Steffen! Steffen, K.O.-Phase in der Champions League ist ja immer eine sehr spannende Geschichte. Wie schätzt du das Ergebnis heute ein? 2-Tore-Sieg zu Hause gegen Nantes? Ja, ich denke, wir sind froh, dass wir gewonnen haben erstmal. Ist natürlich 2 Tore, ja, können reichen, ist aber natürlich ein sehr dünnes Polster, aber wir werden im Rückspiel alles geben, dass wir es trotzdem schaffen. Wie schön ist es für dich jetzt endlich wieder auf der Platte zu stehen nach dieser langen Leidenszeit? Ja, unfassbar schön. Also ich war jetzt knapp 2 Monate verletzt gewesen, habe mich riesig gefreut, dass ich jetzt heute hier bei der Mannschaft sein konnte und ja, dass ich auch ein paar Spielminuten sammeln konnte. Wenn man jetzt mal so auf die Situation, die sportliche der Rhein-Neckar-Löwen momentan schaut, ist in der Liga ganz klar das Ziel, die Champions League zu erreichen, denke ich, das ist realistisch, und in der Champions League nach Köln zu kommen, oder? Das wäre natürlich ein großes Ziel, ja, aber dazu müssen wir jetzt erstmal das Rückspiel in Nord erfolgreich gestalten und dann, ja, dann sehen wir weiter. Okay, vielen, vielen Dank und wir sind echt froh, dass du wieder da bist. Unsere 23, Steffen!